Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. So, wir sind hier wieder an diesem uns wohlbekannten AAA-System. Der Herbig-AE-Stern waren wir ja schon mal. Und da ist so ein 3G-Planet, da sind wir auch schon mal gelandet. Und ich vermute, den Eindruck haben wir nicht gekriegt, weil ist ja ein kleines Malheur passiert und mit ein bisschen Glück können wir uns den Eintrag aber immer noch holen. Genau. Mach gleich mal die Karte auf, damit wir nochmal den Überblick haben, wo das ist, wo ich angeflogen bin. Ah, okay, gut. Wir müssen nochmal alles scannen. Eigentlich logisch. Ja, stimmt, hier kenne ich ja noch nichts. Ja. Ich dachte, ich könnte schon alles markieren und schon mal drauf zufliehen, aber nein. Ich habe noch diverse Sprünge gemacht und ich glaube, ich war hier im Terraform Eldorado. Also was ich an terraformierbare Planete letzte Zeit gefunden habe. Und das Ende-System hat, was hat denn das insgesamt? Das hat 3 terraformierbare Wasserwälder und auch 3 terraformierbare Planete. Also es war richtig, richtig ertragreich. Dann diverse Systeme, wo es 4 terraformierbare gab. Ich bin teilweise überhaupt nicht mehr aus dem Scanner rauskommen. Und deshalb belaufen sich unsere Scan-Daten jetzt schon auf 67 Millionen. Also einiges dazukommen. Und so viel habe ich wirklich nicht gespielt. Es war halt nur einfach in jedem System, wo ich hinkommen bin, war so viel los. Also es war der Hammer. Gerade im letzten System, wo wir weggesprungen sind, gab es nochmal 3 terraformierbare. Darunter auch 2 landbare. Habe ich aber da mal ausgelassen. Es gab nur Biosignale drauf. Ach, es gab nur Bakterien drauf. Weil ich wollte das da unten erstmal abhaken. So, wenn ich mich richtig erinnere, war das um den B-Stern? Kann das Sinn oder war das um den A-Stern? Ich weiß es gar nicht mehr. So. Okay. Dann gucken wir nochmal. Stimmt, ja, das ist dieser O-Stern, wo dabei war, der Riese. Ja, das war um den B-Stern. Das Ding, du. Ja, 3,06G. Es sieht so unscheinbar aus, das Ding. Aber metallreiche Wälder halt. Och nee. Das habe ich ganz vergessen. Ah. 250.000 Lichtsekunden. Oh nee. Ach, ist das. Hätte ich mich daran noch erinnern können, hätte man uns natürlich direkt an dem Planet gesehen. So müssen wir halt wohl oder übel ein kleiner Cut machen. Ich glaube nicht. Ach, dass wir so lange drum gucken wolle. Ja, ich zeige noch schnell, was dann Sache ist. Moment, hier muss ich. Ja, das kann weg. So, also. Unsere Route war ja. Was bist denn du? Keine Ahnung. Unsere Route war ja hier runter. Wir sind jetzt mittlerweile schon wieder ein gutes Stück in diesem Sektor drin. Genau, das ist dieser große Eisplanet. Das war hier der Abstecher. Da waren wir vorher, waren wir davor. Bei diesem System, wo wir gerade sind. Jetzt ist hier noch ein Bookmark. Ich weiß gerade gar nicht, was das ist. Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Da muss ich noch einmal investigieren, was das ist. Weil der Fleet Carrier steht mittlerweile hier. Das müsste eigentlich auch richtig sein. Weil uns nächste ist dann, ich glaube, das ist das Ziel vom Fleet Carrier. Weil hier ist irgendeine Sehenswürdigkeit. Hier auch. Und hier sind 2 Stationen an den Nebel.
Hier sind wahrscheinlich die Siedlungen, weil hier sind mehr Bookmarks, hier verlassene Siedlungen. Und dann habe ich. Da muss ich mal gucken, ob das dort, das ist auch irgendwas ist, Sehenswürdigkeit. Weil ich glaube, ich habe nur bis hierher geplant, The Carrier. Naja, müssen wir dann immer machen. Gut, anyway. Wir haben noch 247.000 Lichtsekunden zu überbrücken und ich würde sagen, ich melde mich dann gleich wieder. So, und da sind wir auch schon fast bei diesem schönen O-Stern hier. Genau, stimmt, das war ja ein quasi ein Trippelsystem sogar und eigentlich wird doch nichts dagegen sprechen. Wenn man hier so erstmal die andere noch scannen, oder? Das könnte man eigentlich mitnehmen. Hätte ich, glaube ich, nichts dagegen. So, der andere ist auch relativ nah. Nehmen wir dann einfach auch noch. So, tja, eine Höllenwelt ohne viel Hölle. Die ist einfach schon zugefroren. Nee, keine Ahnung. Gestockt. Wenn man so will. Das müsste eigentlich reichen. Hoffe ich doch zumindest. Ansonsten müssen wir. Ne, reicht nicht? Doch. Passt. So, dann ja, schnappen wir uns einfach dann hier noch. Der ist zwar schon entdeckt, aber unser Name können wir bei Summe-System doch gut und gerne noch irgendwo hinterlassen. Das ist kein Problem. So. Daneben ist er. Gab Biosignale? Stimmt, da gab es hier Biosignale, die Kürbisse. Ich wollte gerade schon sagen, dann suchen wir unsere Shiny Side raus, wo die sind, aber das war wohl noch der Horizon-Modus, weil die wuchere hier jetzt über die gesamte Oberfläche. So, 7. Gucken wir mal, ob es mit dem dort Dreierpäckchen passt. Irgendwie, ich bin wieder aus der Übung mit dem erweiterten Scanner hier. Ich will wieder gucken, wie ich scanne. Ah, passt. Wunderbar. So, dann können wir. Moment. Wo ist er dann? Denn hier. Die Nummer 4. Da wollen wir jetzt hin. So, natürlich auf die. Fliegen wir auf die Tagseite. Da sieht man wenigstens was. Ja, das war aber biolumineszente. Ne, wir fliegen auf die Tagseite. Machen wir einfach. Ein bisschen was sehen. Eventuell. Mit tiefstehendem O-Stern hat auch immer was. So, jemals werden wir es wahrscheinlich eine Sonde Mie brauchen, oder? Ne, ich glaube, der ist hier gar nicht so groß, der ist einfach nur schwer, oder? Joa, das müsste eigentlich. So, so und so, gucken wir mal. Und dann wollen wir ja direkt in dem Tor, in der Toransicht bleiben, damit wir dann auswählen können, was wir anfliehen. So. Luteolum-Anemone. Ja, das wollen wir eigentlich schon mal. Rohne, Schlote, alle. Genau, die da. So, nee, hallo, raus. So,
Wald ist relativ alles blau. So irgendwie. Ja, das ist, denke ich, in Ordnung. Der Winkel ist dann nicht zu spitz, können wir nur noch angleichen. So, und dann machen wir nochmal eine Landung nach Vorschrift, wie man es eigentlich so macht. Jetzt können wir wieder das Fahrwerk direkt ausfahren. so mal gerade mal. Ne, Moment, die Regionen, die hier glatt erscheinen, sind hier nicht glatt. Sind wir da gerade hier runter? Würde ich sagen, oder? Gerade. Das macht eigentlich nicht viel. Das ist überall so ein bisschen komisch. So, will ich was mehr? Flieh einfach hier runter, das ist schon okay. So, sehr schön. Sehr schön. Auf diese Höhe kommen sie immer. So. Bildmacher, eigentlich haben wir ja doch schon Bilder, aber hier habe ich jetzt die Grafik wieder hochgedreht. Sondern ich mache jetzt überhaupt keinen. Der Fahrer kein muss Fahrwerk aus. Und hier ist relativ. Ich muss noch mal bis hier rinkommen. Okay, hier haben wir 25 Grad, noch keine Beschleunigung. Okay, hier fangen wir so langsam an. Ja, da können wir noch ein bisschen normal runter, denke ich. Können das Fahrwerk halt wieder infahren. Ja, weil wir nicht päpstlicher sind als der Papst, aber ich glaube, das Ego braucht nur mal eine normale Landung. Viel schneller wird das mit dem Fahrwerk draus. Was mich hier wirklich interessieren wird, was wäre bei dem Vierer Planet passiert, wenn man das Fahrwerk draus gerade hätte? Ich sag mal so, rein theoretisch könnte man es hier testen. Das Ganze mal nachspielen. Wir sind jetzt irgendwo dann im System. Das heißt, wenn es schief geht, haben wir es nicht zu weit. Wäre eigentlich ein Versuch wert. Gerade dasselbe Landanflug, nur mal absichtlich ein bisschen. Naja, darauf kommen wir halt nur mit Fahrwerk draus. Wieso eigentlich nicht? Na, mal gucken. Muss ich auch nicht übertreiben. Man könnte allerdings die Seitwinde auspacken und könnte einfach mal ein bisschen Gravitationstests machen.
Irgendwie der Boost nur ohne ist immer ein bisschen hart. So. Das ist immer die Sache. Mit dem Donut Joystick ist der manuelle Boost nur ohne. Der ist immer, immer zu hart irgendwie. Das ist. Du kommst schon kaum ein bisschen an deine Schalter und schon geht's zu viel nach unten. Genau so muss man das machen. Man kann es auch ein bisschen schneller machen. Das war jetzt bewusst langsam, aber ja. Gelandet ist gelandet. Obwohl, das war beim letzten Mal auch nicht das Problem. Hahaha. So, wunderbar. Welche? Und dann müssen wir. Ach, ja, wir können ja nicht aussteuern, aber wir können den Buggy aussetzen. Vielleicht finden wir ja irgendwas, was man gerade noch schnell scannen können. So, warte mal. Hier ist direkt ein. Warte mal. Ich will trotzdem nicht, dass das Schiff abhaut. Bleibt im Motor. So, gucken wir mal. Hier, diese Richtung haben wir ein Signal. Ich komme da noch hin. Müsste mal eigentlich. Bisschen weiter weg als gedacht, aber na. Ja, komm mal hier. Der dampft was. Das ist doch wenigstens etwas. Oh, und das ist dann so ein komischer. Huhuhuhuhuhu. Keine Kürbisernte. Wir haben nur eine Stelle gefunden, wo man die dünste könne. Huhuhuhu. Holpa, holpa. Polder, polder. So, guck mal hier. Da können wir doch was scannen. Hoffentlich. Hallo? Ah, da. So, ein Silikatdampfgasschlot. Zu tun gibt es hier relativ wenig. Und hinne dampft es an alle Eck und Ende. Wow. So, passt doch. Habe ich so komische Signale. Da war gerade sagen, da fliehen wir mal hin. Oh, das könnte doch da hinten Kürbis sein, oder? Groß springe ist hier nichts. Ja, das ist ein Kürbis. Au, au, au. Ein Kürbischen, sehr schön, haben wir die auch noch gefunden. Oh, oh.
So, genau, ein Prasinum, eine Prasinum-Anemone. Eisen brauchen wir nicht. Auch Wunderbärchen, das brauchen wir nicht. Wollen wir hier hin? War noch was? Ah, das ist noch okay. Irgendwo habe ich ja noch was gesehen. Ne, das ist Adiqualifin. Da ist nur Müll drin. Also, Müll ist nicht niedrig. Gedingste Dinger. Niedriglevelige Materialien. Ich glaube, die müssen wir momentan alle gar. Hallo, wieso? Wieso kann. Achso. Eventuell sollte man ein paar Pips auf die Waffe machen, damit man doch in Akito fährt. Eisen, ja, brauchen wir nicht. Aber ich glaube, ich so auf die Uhr gucke, haben wir es auch schon wieder. Jo, genau. Dann würde ich doch sagen, den Abschnitt haben wir wieder geschafft. Hin. Ist schön dampft an der Lake und Ende. So, denn der Tasken. Na, wir haben noch nicht, wir müssen ja schon noch starten, aber das sollte bei 3G auch kein Problem sein. Man weiß hier, wie es geht. Und berühmte letzte Worte. Haha. Sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Dann fliegen wir wieder Richtung Carrier. Der steht schon in dem anderen System und dann. Gucken wir mal, aber mir wäre unterwegs bestimmt das eine oder andere interessant finde. Und ja, ich wünsche euch dann eine schöne Restwoche, ist ja eine kurze Woche und bis zum nächsten Mal dann. Bye bye.